Beim Blick ins Trader Depot fange ich zum Schwitzen an, so wie am Berg heroben. Folgendes, wir möchten ja aus diesen 15.000 Euro bis zum Ende des Jahres 20.000 Euro machen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber definitiv machbar. Der Monat April lief aber nicht so gut bei mir. Was ist passiert? Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Weight Watchers ist jetzt nicht so rund gelaufen, da kommen aber Quartalszahlen jetzt nächste Woche raus und tatsächlich eine grüne Aktie, meines Erachtens eine der spannendsten Aktien überhaupt. Orsted ist auch nicht so richtig rund gelaufen. Ich würde sagen, wir switchen jetzt am PC ran und ich zeige dir einfach, wie das Depot gerade dasteht. Auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende da bleiben und auf jeden Fall für den Ausblick gerne einen Daumen schon mal nach oben da lassen und vor allem auch dein Abo. Ja, wie am Anfang erwähnt, der Monat April ist nicht so rund gelaufen. Mit unter anderem war meine Position von Orsted schuld, wo ich investiert habe. Also natürlich bin ich selber schuld. Und zwar aktuell minus 11,5%. Das ist natürlich uncool. Zwischendurch habe ich überlegt, soll ich es ja behalten oder doch verkaufen. Ich habe mich dann dafür entschieden, Orsted langfristig im Depot zu halten, weil es eben erneuerbare Energie ist. Ja, bei Weight Watchers gab es eine Analystenherabstufung auf Hold. Deswegen sind wir dort auch leider nicht mehr im Plus drinnen. Da kommen jetzt aber Quartalszahlen raus und da glaube ich echt, dass dieses Unternehmen einfach sehr gut performt hat im ersten Quartal 2021. Encarvis gekauft und natürlich auch gleich ein leichtes Minus eingefahren. Sehr spannendes Unternehmen. Da kommt dann am Dienstag oder Mittwoch ein neues Video raus zu Encarvis. Das ist ganz wichtig. Schaut euch das auch dann unbedingt an. Deswegen auch gern ein Abo dalassen. Ja, Alibaba, was soll ich sagen? Alibaba, ja, aktuell sehr günstig bei 191. Also für meine Verhältnisse sehr günstig. Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Deswegen habe ich mir da insgesamt 7 Stück mittlerweile ins Depot geholt für 191 Euro. Ja, Rheinmetall ist dann auch nochmal zurückgekommen. Die waren ja auch schon bei 92 Euro, soweit ich das mitbekommen habe. Die waren dann zwischenzeitlich bei 84 oder 83 Euro. Da habe ich dann auch nochmal nachgelegt. Also das ist mit unter anderem einer der größten Positionen im Depot drinnen. British American Tobacco, muss ich sagen, werde ich demnächst hier aus diesem Depot verkaufen. Ich habe schon öfters auf dem Verkaufsbutton meinen Finger drauf gehabt, habe es aber noch nicht übers Herz gebracht, aber die fliegen demnächst raus. Das liegt einfach daran, wir haben ja unser 450 Euro Dividendendepot und ich schätze mal, dass ich da einfach nach und nach immer das ein oder andere Stück ins Depot legen werde. Ja, Freenet lasse ich definitiv im Depot drinnen. Habe auch schon öfters einfach überlegt gehabt, dort nochmal die Position aufzustocken. Das ist ja aktuell die größte Position im Depot drinnen. Ich sehe dort vor der Hauptversammlung, die wo dann im nächsten Monat stattfindet, Kurse von ungefähr bei 24 Euro. Und wenn das glatt geht, wäre das nochmal ungefähr 20% Kurs plus. Ja, und was zum Kurs Plus bei BioNTech geführt hat, das ist halt echt crazy. Und da haben wir im letzten Video auch schon noch mehr Stücke im Depot gehabt. Und zwar insgesamt habe ich 10 Stücke verkauft. Die habe ich bei insgesamt 70% Plus verkauft. Ja, im Nachhinein kann man sagen, hätte Fahrerkette. Aber für mich war es einfach wichtig, da auch mal den Gewinn zu realisieren. Und die letzten 5 Stücke, die lasse ich jetzt einfach im Depot drinnen. Da werden jetzt auch ziemlich viele negative Kommentare eventuell kommen können. Mit dem muss ich leben, aber du ganz ehrlich, 70% plus in so einer kurzen Zeit, das waren 3 Wochen, da habe ich einfach gesagt, ich nehme jetzt mal Gewinne mit, weil das kann man einfach keiner mehr nehmen und wenn es hier einfach wirklich Richtung 100% gehen sollte, dann bin ich halt übertrieben glücklich. Das Potenzial wäre auf jeden Fall bei BioNTech da. Ja, wie sieht es jetzt insgesamt aus? Wir waren ja im letzten Depot-Update, das verlinke ich da oben noch, bei roundabout 16.200 Euro. Scroll ich jetzt hoch, stehen wir aktuell bei 15.823 Euro. Also von unserem Ziel, das 20.000 Euro schwer sein sollte bis zum Ende des Jahres, ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich traue mir das Ganze auf jeden Fall zu, dass wir das gemeinsam schaffen. Deswegen Kanal abonnieren und unten in der Videobeschreibung sind Links drinnen für dein neues Depot. Gerne da mal reinschauen.